Mein Name ist Wiese Friese, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ja, danke für die Einladung, Rolf. Wie Rolf schon gesagt hat, wir wollen Ihnen, in Klammern euch, heute unser Traditionsturnier vorstellen. Ich kann ja mal kurz erzählen, wie so diese Entstehungsgeschichte dieses Turniers zustande gekommen ist. Das fing an im Jahr 2020, Anfang 2020. In dem Jahr hatte unser Verein, der WSC Friesia, sein 125-jähriges Vereinsjubiläum. Wir haben groß angefangen mit der Organisation und da wir, der WSC Friesia, auch einer der Partnervereine von SV Werder Bremen sind, haben wir uns gedacht, dass wir für unsere Vereinsmitglieder mal Highlight nach dem Tafel bringen wollten. Und dadurch kam der Kontakt zu Lars Unger dann zustande und eigentlich war das alles schon in trockenen Tüchern und wir wollten dieses Spiel gegen die Traditionsmannschaft von Werder Bremen ausrichten. Leider Gottes kam dann Corona dazwischen. Ja, und Gott sei Dank ist der Kontakt nie abgebrochen und jetzt nach der Pandemie kamen Herr Bedenski und Lars Unger kamen dann nochmal auf uns zu. Wir haben uns hier getroffen und dann kam die großartige Idee, dass wir aus diesem Einzelspiel doch ein Dreierturnier machen wollten und dann noch die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund mit dazu holen wollten. Ja, wir waren begeistert von der Idee und das war Anfang diesen Jahres, ich glaube im Januar, Februar haben wir uns getroffen. Ja, und seitdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und ja, jetzt ist es soweit, dass wir das Turnier veröffentlichen können, dass alles in trockenen Tüchern ist und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir so ein Event nach dem Schaffen können. Also Werder möchte hier natürlich mit einer sehr namhaften Mannschaft auflaufen und wir haben den Termin natürlich auch schon bei unseren Jungs platziert. Toni sitzt hier, weil er natürlich auch dabei ist. Dazu kommt Felix Wiedwald, der hat zugesagt. Wir haben Namen wie Aaron Hunt oder Philipp Bargfrede, Nelson Valdez, Mirko Votava, Björn Schielenbeck, die alle gesagt haben, okay, wir halten uns den Termin frei. Und wenn jetzt nicht irgendwie was dazwischen kommt oder ich sag mal einen Thorsten Frings, der vielleicht auch kommt, neue Trainerposition irgendwo anders hat, dann werden die sicherlich auch hier sein und beim BVB gleiche Geschichte, auch erstmal vorbehaltlich zu sehen, aber ein positives Feedback haben wir bereits bekommen von David Odonko, Frank Mill, Jörg Heinrich, Thomas Helmer, Giovanni Federico, Günter Kotowski, der die Mannschaft leitet, wird selber nicht spielen, ist aber natürlich dann auch dabei als großer Name und BVB-Legende. Das also jetzt nur zum sportlichen Teil, was uns vielleicht erwartet. Wie gesagt, alles ein bisschen vorbehaltlich, kann immer was dazwischen kommen, aber wir hoffen mal, dass wir da auch im Laufe der nächsten Wochen mehr Bestätigung kriegen und vielleicht auch feste Zusagen kriegen. Also es ist ein Blitzturnier, jeder gegen jeden. Wir spielen dreimal 35 Minuten. Das erste Spiel wird sein Friesia gegen Werder. Das zweite Spiel dann Friesia gegen Dortmund. Und dann die dritte Halbzeit, wenn man so will, dann Werder gegen Dortmund. Also jeder gegen jeden, kleines Blitzturnier, geht um den Rutzki Cup und gucken, wer am Ende gewinnt. Wir haben es gesehen bei den Derbys und auch beim VfB Oldenburg Spiel, was möglich ist hier in Wilmshaven. Und ja, wir hoffen uns natürlich dann entsprechend eine gewisse Zuschauerresonanz, um dann auch natürlich dann eventuell weitere Geschichten in irgendeiner Form wieder hier stattfinden zu lassen. Nur das muss natürlich dann auch entsprechend angenommen werden, damit sich das dann auch für alle Beteiligten auch in irgendeiner Form dann lohnt. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass, wie gesagt, wenn diese Geschichte hier entsprechend auch gut angenommen wird und wir dann daraufhin folgen, vielleicht auch das ein oder andere Event hier in den nächsten Jahren auch wieder stattfinden lassen können. Was uns bei den Spielen auch immer auszeichnet, diese Nähe. Und deswegen erfährt die Traditionsmannschaft, also nicht nur unsere, sondern generell eine sehr hohe Beliebtheit, das auch beim Hallenturnier in Oldenburg, was wir organisieren im Januar, diese Nähe zu den Spielern. Ne? Auch wenn da vielleicht der kleine Knirps Toni vielleicht gar nicht mehr so aktiv kennt, aber trotzdem bekannt ist und wir geben Autogramme, wir sind volksnah und das zeichnet uns als Mannschaft aus und der Ordnungsdienst muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, wenn hier viele Leute kommen, dass er hier nicht das Ganze im Chaos versinkt, aber im Grunde genommen ist das völlig entspannt, da wird dann hinterher auch zusammen mit den Fans dann nochmal am Stand eine Bratwurst und ein Bier getrunken und die fahren dann nicht abgekapselt mit dem Bus sofort nach Hause.